Herzlich willkommen bei uns an Bord. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug nach Berlin. Hallo, herzlich willkommen. Sie werden sich wundern, warum ich Sie heute hier aus einem Flugzeug begrüße. Corona macht es möglich. Denn das Virus und die Pandemie stellen ja nicht nur uns Bürger vor große Herausforderungen, sondern vor allem auch die Luft- und Raumfahrtbranche international. Und deshalb erleben Sie heute die festliche Verleihung des Medienpreises Luft- und Raumfahrt in einem Online-Format. Erstmalig. Und wir haben jetzt gleich hier unsere optimale Reiseflughöhe erreicht und laden Sie jetzt herzlich ein, unser Bordprogramm zu schauen. Viel Vergnügen! Über 55 Einreichungen, 25 Nominierte und 11 Preisträger in 5 Kategorien. Kommen Sie mit uns auf eine faszinierende Reise in die Welt der Luft- und Raumfahrt. Aus dem Deutschen Technikmuseum Berlin. Herzlich willkommen zum Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2020. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen hier im Technikmuseum in Berlin in der Abteilung für Luft- und Raumfahrt. Wir sind heute hier, um den Medienpreis des Vereins zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Journalismus zu verleihen. Und ja, wir verleihen auch dieses Jahr trotz aller Schwierigkeiten den Preis wieder in gewohnter Höhe. Und er findet natürlich online statt, denn ein Präsenzmeeting, was wir sonst so gerne hatten, ist dieses Jahr nicht möglich. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass wir hier im Technikmuseum sind, wo wir tolle Exponate haben. Und bei uns ist heute Herr Triesch, Kurator dieser Abteilung. Herr Triesch, ganz herzlich willkommen. Erzählen Sie uns, was in diesem Museum zu erleben ist. Guten Tag, Herr Thum. Schön, dass Sie hier sind. Ja, was gibt es hier zu sehen? Neben Technik aller Art natürlich, wie sich das für ein Technikmuseum gehört, sind wir ja hier in der Luftfahrtausstellung. Wir zeigen hier über 30 Flugzeuge aus 200 Jahren deutscher Luftfahrtgeschichte, vom Nilenthaltleiter bis zur U-52. Die U-52 ist dabei das größte Flugzeug, das hier zu sehen ist. War nicht ganz einfach, die hier in die engen Räumlichkeiten zu bringen, aber ist eines der schönsten Exponate bei uns. Das ist toll. Also Berlin ist immer eine Reise wert, das wissen wir, aber das Technikmuseum ist ein zusätzlicher Grund, hierher zu kommen. Vielen Dank, Herr Triesch. Tolle Location. Und ich darf jetzt überleiten an Herrn Tomalla, den Vorsitzenden unseres Vereins. Herr Tomalla, herzlich willkommen und erzählen Sie uns, was macht dieser Verein? Der Verein zur Förderung des technisch-wissenschaftlichen Journalismus vergibt den Medienpreis Luft- und Raumfahrt in Partnerschaft mit der Deutschen Journalistenschule. Wir machen das schon seit 2010 unter dem Patronat vom BDLI und wir freuen uns auch, dass wir den in diesem Jahr wieder vergeben dürfen. Das ist toll. Gab es dieses Jahr viele tolle Einreichungen in allen Bereichen? Ja, wir haben eine Einreichung auf einem sehr hohen Niveau gehabt und es gab wirklich viele unterschiedliche Beiträge, was sehr schön ist für die Juroren. Es gibt keine Langeweile. Wir haben viele Beiträge gehabt aus wirklich allen Bereichen, sei es Unfallforschung, sei es Sicherheit, sei es Luftfahrt, sei es Raumfahrt. Also es war für die Juroren wirklich nie langweilig. Und hat Corona eine Rolle gespielt? Konnten Sie sich physisch treffen? Corona hat eine Rolle gespielt. Wir konnten uns nicht physisch treffen. Wir haben uns online getroffen und wir haben da sehr diszipliniert gearbeitet. Und wir haben in Rekordzeit die Nominierten herausgefunden und wir haben in Rekordzeit die Preisträger herausgefunden. Rekordzeit heißt das, es war immer einfach und einstimmig? Nein, es war nicht. Es hat sehr respektvolle und auch lebhafte Diskussionen gegeben, worüber ich sehr froh bin. Und wir haben in einem Segment uns nicht einigen können und sind da auf einen Trick zurückgefallen. Oha, da bin ich natürlich jetzt schon gespannt, wenn Sie uns nachher den Trick offenlegen. Dann erzählen Sie uns mal, wie es jetzt weitergeht in der Medienpreisverleihung. Ja. Wir treffen uns jetzt mit Frau Gerlach, der Moderatorin, die Sie vorhin schon kennengelernt haben, und fangen an mit der Preisverleihung. Die erste Kategorie, in der wir den Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2020 verleihen, ist die Kategorie Print. Hier haben wir traditionell die meisten Einsendungen und wir haben eine ganze Menge Nominierte. Frau Gerlach, würden Sie uns die Nominierten bitte nennen?
Das würde ich gleich machen, aber zunächst sage ich Ihnen noch mal ein paar Fakten zu diesem Preis. Denn der Medienpreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro der höchstdotierte in Deutschland im Bereich Wissenschaft und Technik. 25 Journalistinnen und Journalisten wurden in diesem Jahr nominiert von der Jury. Und da nicht jeder gewinnen kann, werden die anderen Nominierten belohnt mit einer Anerkennung von 1.000 Euro jeweils. Und nur der Siegerbeitrag wird mit 5.000 Euro prämiert. Und hier sind sie jetzt, die drei Nominierten in der Kategorie Print. Klaus Hecking, Kapital. Jens Flottau, Klaus Hulverscheid, Nicolas Richter, Süddeutsche Zeitung. Und Fabienne Hurst, SZ-Magazin. Ohne starke und verlässliche Sponsoren wäre ein solcher Medienpreis nicht umsetzbar. MTU und auch der Airbus-Konzern sind Sponsoren der ersten Stunde bei diesem Preis. Und deshalb an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden und natürlich auch an die anderen Sponsoren, die seit Jahren diesen Preis ermöglichen. Jetzt gleich wird Eckhard Zanger von MTU Aero Engines das Rätsel um den Gewinner in der Kategorie Print lösen. Die vergangenen Monate haben uns deutlich gezeigt, wie sehr uns guter Journalismus hilft, bei komplexen Themen die Übersicht zu behalten. Die Corona-Pandemie mit ihren vielfältigen Nachrichten, Bildern und Sichtweisen ist dafür ein gutes Beispiel. In ähnlicher Form gilt dies auch für die Berichterstattung über die Luft- und Raumfahrt, zum Beispiel bei komplexen Themen wie dem emissionsfreien Fliegen. Denn letztlich kommt es darauf an, durch glaubwürdige Berichterstattung die Leser sachgerecht und unaufgeregt zu informieren. Fachkenntnis, fundierte Recherche und verlässliche Quellenauswahl sind dafür das notwendige Handwerkszeug. Die Nominierten bei diesem Preis verfügen darüber ohne jeden Zweifel. Daher freue ich mich nun auf die Auszeichnung der Gewinner in der Kategorie Print und gratuliere ganz herzlich Jens Flottau, Klaus Hulverscheid und Nicolas Richter. Herzlichen Glückwunsch! Die Laudatio auf den Preisträger hält Jens Kohn vom Handelsblatt. Er selbst gewann diesen Preis in dieser Kategorie im vergangenen Jahr. Lieber Jens, es ist wirklich bitter, dass ich nicht persönlich zu dir sprechen kann, dass ich nicht dir persönlich die Hand geben kann und dir gratulieren kann zu diesem tollen Stück. An dem Tag, an dem der Absturz in der Süddeutschen erschienen ist, habe ich meine Bürotür zugemacht. Es war ja noch vor Corona-Zeiten. Und habe das Stück intensiv gelesen. Ich habe lange gelesen und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Jens, wir kennen uns schon lange. Und du weißt, ich habe schon viele, viele Stücke über die Luftfahrt geschrieben, auch über die Hersteller, auch über Flugzeuge. Und ich glaube behaupten zu können, dass ich die Abläufe in einem Flugzeug, die Prozesse, die Technologie doch recht gut verstehe. In der Tiefe, in der ihr die Vorgänge in der 737 MAX beschrieben habt, habe ich allerdings noch nirgendwo was gelesen. Geschweige denn hätte ich sowas aufschreiben können. Deswegen schon mal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mit dem Absturz haben Jens Flottau und sein Team bewiesen, dass eine intensive Recherche heute noch möglich ist. Vor allem aber haben sie bewiesen, dass eine intensive Recherche lesenswert und fesselnd sein kann. Der Absturz braucht keine Helden, ohne die normalerweise keine Reportage auskommt. Der Absturz kommt auch ohne die schockierten Angehörigen aus, die es ja so zahlreich in dieser Tragödie gibt. Nein, der Absturz nimmt alleine die Fakten und erzählt eine fesselnde Geschichte entlang dieser Fakten. Nüchtern, sachlich, unaufgeregt. Noch dazu kommt, all diese Fakten werden präsentiert zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Schon kurz nach dem zweiten Absturz erscheint der Absturz in der Süddeutschen. Das ist eine eindrucksvolle Rechercheleistung, die man, glaube ich, gar nicht hoch genug würdigen kann. Lieber Jens, als der Absturz in der Süddeutschen erschien, habe ich mir diese Seite ausgerissen. Sie hängt bis heute in meinem Büro und immer wieder greife ich darauf zurück. Die Fakten gelten bis heute unverändert. Ihr habt damals eine grandiose Leistung gemacht. Deshalb auch im Namen der ganzen Jury ganz, ganz herzlichen Glückwunsch hier aus dem Homeoffice. Also erst einmal ganz herzlichen Dank an die Jury und an die Sponsoren dafür, dass sie uns ausgewählt haben für diesen Preis. Auch im Namen natürlich der Kollegen Nico Richter und Klaus Hulverscheid. Wir haben uns sehr über diesen Preis gefreut, auch wenn er sich für mich ehrlich gesagt schon fast ein bisschen komisch anfühlt. Das hat nichts mit diesem Preis an sich zu tun, sondern damit, dass ich
seit Monaten über nichts anderes als Covid-19 und die Auswirkungen in der Luftfahrt schreibe. Und das nun ein ganz anderes Thema ist, das sich schon sozusagen so anfühlt, als sei es lange, lange vergessen, obwohl es immer noch sehr aktuell ist. Also jedenfalls herzlichen Dank dafür. Ja, Herr Flottau, erstmal herzlichen Glückwunsch und natürlich gleich an Sie die Frage. Die Geschichte ist ja sehr nah dran und spielt auf dem gesamten Globus. Was war denn eigentlich für Sie die größte Herausforderung bei dieser Recherche? Ja, das Schwierigste bei der Recherche war nicht so sehr, dass es ein globales Thema war und an vielen Orten gespielt hat, sondern einfach, dass es ein so unglaublich komplexes Thema ist. Sehr schwierige technische Zusammenhänge. Es geht ja um Software, um Flugsteuerung. Und das alles anschaulich zu machen, das ist sowieso schon in einem normalen Text sehr schwer für ein sozusagen allgemeines Publikum. Und in diesem Fall war es besonders schwer, fand ich, einfach weil einfach so viele Komponenten da eine Rolle gespielt haben. Die zweite große Schwierigkeit, fand ich, war es, allen Beteiligten gerecht zu werden. Natürlich ist es so, dass Boeing hier die Hauptlast der Schuld trägt, aber es ist ja nicht so, dass Boeing die einzigen waren, die da einen Fehler gemacht haben oder Fehler gemacht haben, sondern dass es auch Fragen gibt in Sachen Pilotentraining, in Sachen behördlicher Aufsicht. Und all dies angemessen zu berücksichtigen, das hat uns schon ein paar, glaube ich, Nerven und graue Haare gekostet hier. Von der Jury besonders gelobt wurde ja, dass selbst Menschen mit Flugangst nach der detaillierten Erklärung, wie es zu diesen Abstürzen kam, wieder ins Flugzeug steigen würden. War das Absicht oder war das Zufall, Herr Flottau? Also es freut mich natürlich, dass wir dazu beigetragen haben, Flugangst zu reduzieren. Ich glaube, das liegt daran, dass wir versucht haben, das möglichst differenziert und genau darzustellen, was da eigentlich passiert ist. Dann kann man, wenn man nachvollziehen kann, was passiert, dann glaube ich, trägt es dabei, so Ängste abzubauen. Und ich glaube, wir haben ja auch dazu dargestellt, dass Fliegen grundsätzlich sehr sicher ist, dass es das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, dass es aber natürlich trotzdem Abstürze gibt, aus denen die Industrie, die Airlines, die Hersteller lernen müssen. Damit sind wir bei der Kategorie Hörfunk und Fernsehen, wo wir auch in diesem Jahr wieder viele sehr interessante Beiträge hatten. Ja, und damit durfte das Herzklopfen bei den nominierten Journalisten und Journalistinnen in dieser Kategorie Hörfunk und Fernsehen deutlich ansteigen, ebenso wie die Spannung. Und bevor wir den Gewinner verkünden, hier nochmal die drei Nominierten. Martin Hübner vom MDR, Milena Würche und Manuela Kalupke vom WDR und Dirk Wagner und Oliver Günther vom HR. Und der Preis in dieser Kategorie wird gestiftet von der Ariane Group. Und Dr. Gerald Hagemann von der Ariane Group wird uns jetzt gleich verraten, wer der Gewinner 2020 ist. Ich grüße Sie herzlich aus dem Werk der Ariane Group in Ottobrunn und Taufkirchen, wo wir unter anderem Schubkommando für die Trägerraketen der Ariane 5, Ariane 6 und der Ariane-Familie produzieren. Wir freuen uns sehr, dass der Preis in diesem Jahr an einen Beitrag zum Thema Raumfahrt geht. Das Jubiläum der ersten bemannten Mondlandung hat im vergangenen Jahr einem breiten Publikum auf der ganzen Welt noch einmal eine der Sternstunden der Raumfahrt ins Gedächtnis gerufen. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit, das hat sie im Rückblick nochmal wunderbar bestätigt. Aus heutiger Sicht wissen wir aber auch, die Bedeutung der Raumfahrt geht weit über die bemannte Mondmission hinaus. Raumfahrt ist das Rückgrat der Digitalisierung, der Weltraum die Basis für neue Technologieanwendungen auf der Erde. Daten für den Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung, Telekommunikation, Industrie 4.0, Navigation in der Luft, auf der Straße und auf See, autonomes Fahren. All diese Funktionen, die wir im Alltag schon selbstverständlich nutzen oder auch in Zukunft nutzen wollen, werden erst durch die Raumfahrt möglich. Ohne die Dienste der Satelliten im Weltraum blieben viele Bildschirme heute bei Ihnen schwarz. Und ohne Trägerraketen kein Zugang zum Weltraum. Die Zukunft, da bin ich sicher, wird uns noch viele Sternstunden der Raumfahrt bescheren. Mit dem Start neuer Satellitenkonstellationen und Forschungsmissionen stehen die nächsten gigantischen Sprünge an. In Deutschland arbeiten tausende Frauen und Männer daran, dieses möglich zu machen. Wir schreiben das nächste Kapitel der Geschichte und wir freuen uns darauf, sie bald Ihnen und Ihrem Publikum erzählen zu können. Heute freuen wir uns, den diesjährigen Gewinner in der Kategorie Fernsehen und Hörfunk beglückwünschen zu dürfen. Der Gewinner ist Martin Hübner, Mondmänner mit Hammer und Sichel.
Laudatoren in diesem Jahr sind Kerstin Horner und Thomas Wartmann von der Firma Filmquadrat. Sie haben den Preis im vergangenen Jahr in dieser Kategorie gewonnen. Wir möchten Martin Hübner ganz herzlich zu seinem wirklich gelungenen Film Mondmänner mit Hammer und Sichel gratulieren. Wir wussten natürlich, dass es ein sowjetisches Mondprogramm gegeben hatte, das letztlich scheiterte, aber wir kannten keine Details. Ein wirklich sensationelles Material, das Martin Hübner da ausgegraben hat und sehr spannend montiert. Hier wird eine Geschichte erzählt, die eigentlich von der sowjetischen Regierung nach dem Scheitern der Mission 1974 aus den Geschichtsbüchern gestrichen worden war. Und akribisch genau fügt Martin Hübner diese fehlenden Seiten der russischen Raumfahrt wieder zusammen. Besonders beeindruckt hat uns die Rolle des Sergei Koroljow, des Vaters der sowjetischen Raumfahrt. Solange er an der Spitze stand, gelang den Sowjets im Wettlauf zum Mond ein Etappensieg nach dem anderen. Sein früher Tod bedeutete auch das Ende der sowjetischen Mondpläne. Das hat Martin Hübner hervorragend herausgearbeitet. Kritischer Journalismus ist in unserem krisengeprüften heute besonders wichtig. Immer mehr Falschmeldungen finden ihren Weg in die Medien. Und umso schöner ist es, dass Preise wie der Medienpreis für Luft- und Raumfahrt einen kritischen, objektiven und historisch genauen Journalismus auszeichnen. Ja, ich bin überrascht, natürlich, und voller Freude über diese ganz besondere Auszeichnung. Ich möchte mich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben. Dank an die Jury, Dank an die Stifter, Dank an die MDR-Kollegen Ulrich Brochhagen, Alexander Roth, Evelyn Wenzel. Besonderen Dank auch an Markus Dippner, den Cutter, den wunderbaren Cutter. Und auch an Jürgen Ast, ohne den manches Archivbild nicht zur Verfügung gestanden hätte. Herzlichen Glückwunsch also an Martin Hübner vom MDR. Und gleich die Frage, woher bekommen Sie eigentlich diese tollen Archivbilder? Die hat man ja im Westen bislang noch nicht sehen können, oder? Man braucht Glück und ein gewisses Gespür, denke ich. Unser Glück bestand darin, auf Boris Tschertok zu stoßen. Er gehörte zum Kernteam der sowjetischen Raumfahrt. Elite, und über ihn ergaben sich dann auch alle weiteren Kontakte und Fährten. Ohne Tschertok wäre ich wahrscheinlich nie auf dieses Material aus den geheimen Depots gestoßen. Man muss also Geduld haben, Vertraute vor Ort und hin und wieder auch selbst zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auftauchen. Sie sind gut vernetzt in Russland. Wohin reisen Sie da? Zuletzt war ich praktisch jedes Jahr in Russland und habe mit sehr vielen Insidern, Technikern und Kosmonauten sehr ausführliche Interviews aufnehmen können. Vor allem in Moskau natürlich, in Samara und auch in Baikonur. Und ich muss sagen, es war immer ziemlich aufregend. Nicht nur, weil man jede Menge Wodka mittrinken musste, sondern weil man generell nie wusste, was einem eigentlich erwartet. Entscheidend in Russland ist, glaube ich, dass man die richtigen Leute kennenlernt und dann auch den richtigen Draht zu ihnen findet. Und ich glaube, das ist uns in den letzten 25 Jahren ziemlich gut gelungen. Damit sind wir bei der Kategorie Online. Hier haben sich vor allem Teams beworben, weil es gibt da nicht nur Autoren, es gibt auch Programmierer, es gibt Designer. Und alle Beiträge, die sich beworben haben, waren von Teams eingereicht. Oh, und der Nervenkitzel dürfte dort jetzt ganz schön steigen. Ich darf Ihnen kurz die Nominierten vorstellen. Für Zeit Online treten an Julius Tröger, Paul Blickle, Alina Schadwinkel, Julian Starnke. Für Spiegel Online Hilmar Schmund, Ludger Bollen, Max Heber, Ferdinand Kuchelmeier, Patrick Stotz, Maximilian Schäfer, Katrin Zabel, Jens Radü und für die Frankfurter Rundschau Monika Gemmer, Pamela Dörrhöfer und Tanja Banner. Den Preis in der Kategorie Online stiftet Astopark Oberpfaffenhofen. Schon seit vielen Jahren steht Astopark fest an der Seite des Medienpreises. Und ohne Sponsoren wie Astopark wäre ein solches Projekt nicht umsetzbar. Daher ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Die Astogruppe realisiert und entwickelt industrielle Standortcluster, die auf Zukunftstechnologien ausgerichtet sind. Als technologieversierter Projektentwickler und Investor ist es uns ein Anliegen, gemeinsam mit Ihnen das Technikverständnis der Öffentlichkeit zu fördern. Mit der Vergabe des Medienpreises und der damit einhergehenden Berichterstattung im Themenbereich Luft- und Raumfahrt ist es möglich, die Zukunft unserer Gesellschaft mitzugestalten.
Ein weiterer für uns wichtiger Aspekt ist die Nachwuchsförderung. Junge Menschen sollen mit spannenden und verständlichen Berichten für zukünftige technische Berufe begeistert werden. Wir freuen uns, in diesem Jahr die Gewinner der Kategorie Online beglückwünschen zu dürfen. Die Gewinner sind Hilmar Schmund, Ludger Bollen, Max Heber und Ferdinand Kuchelmeier. Herzlichen Glückwunsch. Die Laudatio für den Preis Online hält in diesem Jahr Magdalena Pulz. Sie hat mit einem Team im vergangenen Jahr diesen Preis gewonnen. 2019 war das Jahr, in dem natürlich jedes große Medienhaus versucht hat, die Geschichte der Mondlandung besonders toll zu erzählen. Trotzdem finde ich, dass das Team um Hilmar Schmund mit Fly Me to the Moon etwas Besonderes geschafft hat. Und zwar die Geschichte ziemlich perfekt zu erzählen. Das liegt zum einen am Text, also da finden sich dann so Ausdrücke wie das Urinbeben oder da wird erklärt, warum der Ausdruck The Dark Side of the Moon eigentlich Quatsch ist. Zum anderen ist es aber natürlich die visuelle Komponente, die einen immer wieder dranhält, weiter zu scrollen. Da wird vor einem die Saturn-V-Rakete zerpflückt, da sieht man die Umkreisung des Monds, da sieht man die Landebahn der Mondlandefähre Eagle, es gibt Fotos, Videoclips, Grafiken, 3D-Animationen und alles wird immer wieder benutzt. Das sieht sehr schick aus, vor allem am Handy. Aber noch mehr hat man so als Leser und als Leserin das Gefühl, an die Hand genommen zu werden. Also, dass sich da jemand wirklich Gedanken gemacht hat, was er wie erzählt, welches visuelle Mittel für welchen Inhalt das Richtige wäre. Ich selbst war bei der Mondlandung natürlich nicht live dabei und für mich ist es eher so eine graue Geschichte von Oma und Opa gewesen lange. Und deswegen ist es eigentlich fast für mich noch toller, wenn ich es so erzählt bekomme. Präzise, visuell ansprechen, mit vielen verschiedenen Mitteln und auch ein kleines bisschen unterhaltsam. Ein Jurymitglied von uns hat das eigentlich ganz schön zusammengefasst, finde ich. Und zwar wurde gesagt, dass Fly Me to the Moon Historie und Gegenwart perfekt vereint. Und das finde ich auch. Herzlichen Glückwunsch an das Team um Hilmar Schmund. Das Spiegel Online-Team um Hilmar Schmund erklärt uns jetzt gleich, was es bei der Arbeit zu diesem Thema Neues erfahren hat. Und weil die Kollegen sich so sehr gefreut haben, ausgezeichnet zu werden, sind sie jetzt alle versammelt in einem Video, was extra für den heutigen Preisverleihungstag gedreht wurde. Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Singen kann ich leider gar nicht, aber ich würde natürlich jederzeit mit euch zum Mond fliegen. Also vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Wir haben viel gelernt bei dem Projekt. Singen und Pfeifen war nicht mit dabei. Das überlassen wir lieber den Profis. Aber die anderen Dinge, die wir gelernt haben, das, was einem sofort ins Auge springt, ist natürlich die Vernetzung, die damals pionierhaft ausprobiert wurde. Das Operations Center war in Houston, der Start war in Florida, die Softwareprogrammierung wurde gemacht oben am MIT in Cambridge, Massachusetts. Ein zweiter Aspekt ist uns bei der Arbeit immer wieder aufgefallen, neben der Vernetzung, und zwar die Frage der Fehlerkultur. Diese Art konstruktive Kritik zu üben, das war täglich für uns natürlich die Aufgabe bei diesem Projekt, wie bei anderen kollaborativen Projekten. Ein Grund, warum nur ich hier sitze und nicht das ganze Team, liegt natürlich an Corona. Gerne würden wir jetzt alle hier sprechen, aber sozial distanziert geht das natürlich nicht. Das wäre relativ voll hier in dem Raum. Deswegen mögen die Farben hinter mir, die einzelnen Farbstriche, stellvertretend für meine großartigen Kollegen stehen, die jeder von denen hätte genauso gut hier erzählen können. Fehlerkultur, Vernetzung, großartig. Vielen Dank an Apollo, vielen Dank an die Veranstalter dieses Abends und ja, insofern viele Grüße und bleibt gesund. Kommen wir zum Sonderpreis für Regional- und Lokalzeitungen.
Ja, und das ist ein Preis, der ist noch gar nicht so alt in der Riege all der Kategorien, die dieser Medienpreis vereint. Denn im Jahr 2010 hat der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie gemeinsam mit der Deutschen Journalistenschule diesen Medienpreis ausgeschrieben. Und das Anliegen damals wie heute, Beiträge von Nicht-Fachjournalisten, das ist besonders wichtig, aus diesem Bereich verständlich und zugänglich zu machen für eine breite Öffentlichkeit. Das ist damals so wie heute. Und in diesem Jahr sponsert der BDLI den Sonderpreis für besondere Leistungen von einer Lokal- oder Regionalzeitung in diesem Sektor Luft- und Raumfahrt. Und BDLI-Geschäftsführer Volker Thum verrät uns jetzt, wer in diesem Jahr der Gewinner ist. Und der Sonderpreis Regionalzeitungen geht in diesem Jahr an Cassian Stroh von der Süddeutschen Zeitung. Laudator für den Sonderpreis für Lokal- und Regionalzeitungen ist Kevin Hoffmann vom Tagesspiegel. Er selbst hat diesen Preis im vergangenen Jahr gewonnen. Ich lebe in Berlin und schreibe für den Tagesspiegel. Leider gibt es in meiner Stadt überhaupt nichts Interessantes über Flughäfen zu erzählen. Trotzdem habe ich im vergangenen Jahr den Preis über eine Geschichte der Air Berlin und den letzten Flug der Air Berlin gewonnen und bin darauf sehr stolz. Dieser letzte Flug startete übrigens damals in München, dort, wo die Geschichte des diesjährigen Preisträgers spielt, Cassian Stroh. Herzlichen Glückwunsch, Cassian, auch von dieser Stelle. Cassian Stroh, Jahrgang 1977, hat neuere Geschichte, Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und fast sein ganzes Berufsleben bei der Süddeutschen Zeitung verbracht. Und sein wirklich, wirklich preiswürdiges Stück ist auf den Seiten der SZ Regio, den Regionalseiten der Süddeutschen Zeitung, kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr erschienen. Hören wir den Einstieg von Cassian Strohs Geschichte. Bei der Bundespolizei geht der Alarm um kurz nach 7:30 ein. Jemand hat an jenem Dienstagmorgen einen Notausgang geöffnet. Der Grund? Unklar. Der Ort? Heikel. Die Tür führt in den Sicherheitsbereich des Münchner Flughafens. Denn genau das ist das Problem. Die ganze Geschichte dreht sich darum, dass irgendwer irgendwo eine Tür geöffnet hat, die eigentlich nicht hätte öffnen sollen. Und schon muss über Stunden das Terminal gesperrt werden und tausende Flüge fallen aus. Naja, hunderte. Cassian teilt nicht nur die Fakten und nachvollziehbaren Gründe für diese Misere mit. Er macht aus Figuren, die man spontan vielleicht für mitverantwortlich für die Misere halten würde, Sympathieträger oder zumindest bringt er ein Verständnis für diese Personen auf, was die ganze Geschichte sehr menschlich macht. Er liefert ein tolles Servicestück, wo man auch über Fluggastrechte erfährt, erzählt an echten, konkreten Fällen, an echten Menschen vorbildlich. Cassian Stroh macht es sich nicht leicht und verurteilt also irgendwen. Er bringt Empathie und Verständnis auf für die Sicherheitsbehörden, für den Flughafenbetreiber und für die Architekten. Er reduziert die Komplexität eines so komplexen Organismus, wie ein Flughafen nun mal ist, auf das Wesentliche und bringt uns das Problem nahe. Insofern könnte man Cassian Strohs Geschichte auch als Blaupause für andere Komplexe verstehen, die man journalistisch sonst nur schwer zu fassen kriegt. In München erfahre ich dann Cassian Stroh. Denkt man offenbar, man könnte solche Probleme mit etwas Milchglasfolie und ein paar Sicherheitsleuten in den Griff bekommen. Aus Berlin weiß ich zu berichten, das klappt leider nicht. Noch einmal, herzlichen Glückwunsch, Cassian Stroh. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über diesen Preis und dass die Jury meinen Text für preiswürdig erachtet. Ja, Cassian Stroh, zunächst mal herzlichen Glückwunsch natürlich. Und wir wollen jetzt sofort noch ein bisschen mehr von Ihnen wissen. Das ist ja völlig klar. Sie schreiben sehr anschaulich über die Probleme mit den Notausgängen am Münchner Flughafen im Jahr 2018. Da stellt sich natürlich die Frage für uns, hat denn Ihr Stück etwas bewirken können beim Flughafenmanagement? Ich weiß nicht, was er wirklich beim Flughafen noch bewirkt hat, nachdem er erschienen ist, weil schon während der Recherchen hat sich ja ergeben, dass sich einiges am Flughafen geändert hat und die FMG viel getan hat, damit sich solche Pannen nicht mehr wiederholen. Was sicher was bewirkt hat, war generell die Berichterstattung über diese Vorfälle, denn 5 solche Sicherheitspannen innerhalb von 1,5 Jahren, 2 davon, bei denen sind tausende Leute im Erdinger Moos gestrandet. Dass sich sowas wiederholt, das kann sich die Flughafengesellschaft sicher nicht leisten. Und wie fühlen Sie sich heute so als Passagier am Münchner Flughafen? Gute Frage, aber auf die habe ich leider keine Antwort, denn ich bin zwar relativ häufig am Flughafen. Das liegt daran, dass ich ganz in der Nähe wohne, aber ich bin ganz selten als Passagier dort. Das hat einfach persönliche Gründe, weil ich aus
ja, Umweltschutzgründen versuche, wann immer es geht, aufs Fliegen zu verzichten. Und das letzte Mal, dass ich vom Münchner Flughafen weggeflogen bin, ist, glaube ich, gut 2 Jahre her. Damit sind wir beim Nachwuchspreis. Diesen vergeben wir in diesem Jahr zum ersten Mal. Und für diesen Preis qualifizieren sich Journalistinnen und Journalisten, die jünger sind als 30 Jahre, mit ihren Beiträgen. In diesem Jahr haben wir in der Jury allerdings ein Problem gehabt. Wir haben 2 ganz hervorragende Beiträge gehabt und konnten uns nicht einigen, wer nun diesen Preis bekommen soll. Deswegen haben wir den Trick angewandt und haben diesen Preis geteilt. Und die Gewinner des Nachwuchspreises 2020, des Medienpreises Luft- und Raumfahrt, sind Henrike Wiemker von Natur und Laurin Meyer vom Tagesspiegel. Herzlichen Glückwunsch. Die Laudatio auf den Nachwuchspreis hält Henriette Löwisch von unserem Partner Deutsche Journalistenschule. Der Autor Laurin Meyer befasst sich mit der Kommerzialisierung des Weltraums und wie die deutsche Wirtschaft davon profitieren kann. In seinem Feature schlägt er einen weiten Bogen von einem Backofen für Astronauten bis zum Bergbau im All. Sein Artikel im Tagesspiegel macht deutlich, wie weit die Pläne der Industrie schon gediehen sind und auch, mit welchen Argumenten die Industrie die Bundesregierung antreibt, sie im internationalen Wettbewerb zu unterstützen. Die Autorin Henrike Wiemker ist Meldungen über das Schmelzen des Antarktiseises genauer nachgegangen. Sie hat dafür mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland, Schweden und Großbritannien gesprochen. In ihrem Artikel für das Magazin Natur erklärt sie verschiedene Methoden, die Eisschmelze zu messen, zum Beispiel per Satellit. Beide Gewinner haben sich getraut, sich mit komplexen technischen Themen auseinanderzusetzen. Und allein für diesen Mut haben sie sich die Preise verdient. Herzlichen Glückwunsch zu 2 gelungenen Artikeln. Vielen Dank. Vielen Dank für den Preis. Vielen Dank für die Laudatio. Ich freue mich natürlich sehr. Super cool. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über die Auszeichnung und den Preis und danke auch meinen Kollegen sehr, die sich wirklich aufwendig um den Text gekümmert haben. Ja, und wir wollen jetzt natürlich wissen, wie kommt man auf so ein Thema? Das fing eigentlich an mit einer Serie Artikel, die Nature veröffentlicht hat, 2018. Und da ging es um den Klimawandel in der Antarktis. Die große Message war damals, das Eis schmilzt und das Eis schmilzt immer schneller. Und das ging durch die Presse in Deutschland und auch international. Und auch ich habe damals mit einigen Leuten aus der Forschung darüber geredet. Und eine Wissenschaftlerin hat mich auf die Unsicherheiten in den Daten aufmerksam gemacht. Die gingen nicht so groß durch die Presse. Und da habe ich angefangen, mich zu fragen, wie misst man eigentlich Eisschmelze in der Antarktis auf so einem riesigen Kontinent, der so unzugänglich ist? Ich muss gestehen, dass die Idee Zufall entstanden ist. Ich las im Koalitionsvertrag vom Weltraumgesetz und fand dazu nichts weiter. Also fing dann an zu recherchieren und bin nach Bremen gefahren zum Internationalen Weltraumkongress, weil mich eben auch interessiert hat, was die Praxis darüber denkt. Und dort traf ich dann die beiden Entwickler dieses spannenden Backofens für Astronauten. So ja, interessant das Thema als solches war, so weniger interessant war tatsächlich die Szenerie, in der wir uns trafen. Wir standen dann auf dem Messeparkplatz in Bremen vor dem Auto der beiden. Und im Kofferraum lag dann dieser Backofen, jedenfalls ein Prototyp des Backofens. Die beiden konnten sich nämlich schlicht keinen Messestand leisten. Von daher freut es mich umso mehr, dass die Auszeichnung jetzt nochmal den Fokus legt auf die Start-up-Förderung hierzulande. Wir blicken ja ganz gern neidisch in die USA und schauen, was Elon Musk so macht. Dabei haben wir auch hierzulande wirklich innovative Start-ups. War es eigentlich schwer oder einfach, den Redakteuren diese Geschichte zu verkaufen? Das war tatsächlich gar nicht so schwer. Na klar macht man sich am Anfang ein paar Gedanken, halten die einen jetzt für verrückt, wenn man ein entsprechend verrücktes Thema vorschlägt. Aber ich habe dann schnell gemerkt, dass das Interesse der Redakteure auch da war. Und ich glaube, das Interesse der Journalisten, denen man das vorstellt, ist dann vielleicht auch ein ganz guter Maßstab für das Interesse der Leser. Und um die geht es ja am Ende. Wenn ich Natur, was ein alteingesessenes Umweltmagazin ist, wenn ich versucht hätte, denen einen Artikel einfach über Satellitenforschung zu verkaufen, das hätte wahrscheinlich nicht so gut geklappt. Aber einen Artikel über den Klimawandel und Klimaforschung in der Antarktis,
Das war natürlich für die Leserinnen und Leser relevant und interessant. Und dass es dann dabei um Satelliten und Raumfahrt und Raumforschung ging, das lag eigentlich dann in der Natur der Sache. Und das, meine Damen und Herren, war der Medienpreis Luft- und Raumfahrt im Jahr 2020. Und nächstes Jahr geht es natürlich weiter und hoffentlich dann ohne Corona. Gastgeber wird dann die Ariane Group in München sein. Und darauf freuen wir uns und geben Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2021. Ich hoffe, Sie haben den Abend genossen und die Preisträger werden jetzt ihre Erfolge feiern. Natürlich angemessen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Wir bei der Ariane Group würden uns freuen, Sie im nächsten Jahr bei uns im Landkreis München wieder persönlich in dem Fall begrüßen zu können, um dann den Medienpreis Luft- und Raumfahrt für das Jahr 2021 vergeben zu können. Bleiben Sie gesund. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an alle Sieger und natürlich auch an die Nominierten des Jahres 2020. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und bedanken uns, dass Sie heute mit dabei waren. Ja, und auch von mir herzlichen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich darauf, dass wir uns nächstes Jahr wieder physisch treffen in München. Bis dann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr könnt euch jetzt schon bewerben für den Medienpreis Luft- und Raumfahrt 2021. Wir freuen uns darauf.